Und weiter geht's. Das müsste Folge 14 von Foundation sein. Ein kleines Muselspiel, wo wir im Grunde ja die Aufgaben eines Bürgermeisters, Königs, Landgrafen und keine Ahnung, sowas in der Art übernehmen. Die Bürger kommen zu uns, wir geben den Aufgaben: Bau mal eine Windmühle, wenn du fertig bist, bist du Müller und so weiter und so fort. Wir haben aktuell 70 Bevölkerung, 18 Bürger, 24 Bürgerliche und 28 Leibeigene. So, jetzt gucken wir mal. Die habe ich eigentlich entlassen. Ihr sollt hier nicht mehr arbeiten. Eisenmine haben wir hier hinten. Kohle produzieren wir hier. Würde ich sagen, machen wir die Eisenschmelze hier irgendwo hin. Und dann die Schmiede hier vielleicht. Lagerhäuser haben wir ja mehr als genug. Ja. Eisenschmelze. 150, das können wir uns leisten. Was ist vorn, was ist hinten? So rum, würde ich sagen. Sieht's ganz okay aus. Ja. Priorisieren wir natürlich wieder. Und dann kommt die Schmiede. Die 200 kostet und wir uns die noch nicht leisten können. Also Eisen wird hier echt gut produziert. Wie war das jetzt? Schmiede kostet 200. So ein bisschen neben der Straße. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht hier auch mal irgendwie ein paar Wohnhäuser hinmachen soll. Das ist schon ein weiter Weg, was die Leute mittlerweile haben. Ich probiere es mal aus, ob hier jemand hinzieht.
Da da. Dam di di dam. Julian bringt 20 Bretter. Julian ist ein guter Mann. Didam, didam, dididam. So, und wenn das dann steht, fange ich an, Brücken zu bauen. Falls hier tatsächlich Leute hinziehen, können wir auch überlegen, hier noch 3 kleine Marktstände hinzubauen. Und eine größere Kirche werde ich wohl auch brauchen. Dorfzentrum. Kann ich eigentlich noch ein Dorfzentrum bauen? Nee. 2 neue Dorfbewohner, sehr schön. Eisenschmelze. Wenn das dann läuft, brauchen wir keine Hämmer mehr kaufen. Und ja, mal schauen, was es noch so für Vorteile und Nachteile gibt. Hallo, kleine Kirsche. Warum ist Kirsche rot? Aber ich sehe gerade, ich könnte hier hinten zumindest mal noch einen Brunnen bauen. So. Kirchenglocke läutet schon wieder. So, wie sieht's hier aus? Steine. Oha. Köhlerei ist ganz schön profitabel. Bergmänner habe ich auch nur 2 und das ist fast voll. Priorisieren. Priorisieren. Da, da, da. Die Windmühlen sehen einfach am besten aus. In den Brunnen überall Gras wächst drin. Hinweisfenster. Stonecutter. Ob ich noch ein Steinmetz bauen soll.
Wo sind so viele Steine? Hundert. Ich mach mal hier hinten noch eine Steinmetzhütte hin. Hier rum steht die richtig. Mach sie mal so hin. Das war verschenktes Gebiet hier hinten. Weil es schön flach ist. Das wäre wirklich super für noch ein Weizenfeld, aber naja. Lass die Steine mal ein bisschen wegkommen. Nicht immer sich Windmühlen anschauen. So, Springbrunnen, du bist auch noch nicht ganz fertig. Schade. Stufe 2, Attraktivität hoch. Jawohl. Die warten wahrscheinlich jetzt alle das Eisen richtig mit in unseren Konsumkreislauf kommt oder Warenkreislauf. So, bringt hier endlich Steine hin. Ihr meckert rum, dass so wenig Steine da sind. So viele Steine bei euch auf Arbeit da sind. Bringt mir Steine. Los, Galopp. Bringt mir Steine. Ich glaube, du wirst einfach Bauarbeiter. Was will denn der König jetzt schon wieder? Schon wieder Fische. Behalte ich für mich. Anna, du wirst Bauarbeiter. Bauarbeiter. Viel Spaß. Bürgerlich zufrieden. Ich habe gerade frei. Zufriedenheit. Zack, zack. So, jetzt haben wir zumindest ein paar mehr Bauarbeiter. Können die doch schon mal mit ein paar Sachen kommen. Und ich habe schon wieder 500 Gold. Okay, wir kaufen uns jetzt. Nein, wir haben keine 500 Gold mehr. Na komm. Bitte, 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 liebes Spiel. Gib mir mein Gold zurück. Bevor es auseinanderbricht, gib mir mein Gold zurück. So, 484. Pam, gekauft. So, jetzt habe ich zwei schöne Berge. So sehe, könnte ich hier auch eine Riesenbrücke drüber setzen. Die wäre dann höher wie die Kirche. So, Springbrunnen. Bist du fertig geworden? Jawohl. Wunderschön.
Na. So. Na. Machen wir ein Bild. Schöner Springbrunnen. Hier ist ein Brunnen. Holz. An Holz mangelt es nicht. Steinmetzhütte. Komm, die können wir mal schnell beschleunigen. Da brauchen wir nur Stoffe. Stoffe müssten wir eigentlich genug haben, ja. Wie sieht's hier aus? Hier fehlen die Hämmer und hier fehlen Steine. Entschuldigung. Hier fehlen die Stoffe. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Na komm, werd fertig. Bringt 10, sehr gut. Anna bringt 20 Steine, sehr gut. Und hier wird's fertig, noch besser. Alle, da waren ein paar Weber unzufrieden, oh. Warum seid ihr unzufrieden, ihr Weber? Ich hoffe, es kommt nicht zum Weberaufstand. Dominik. Eine Frau. Gewöhnliche Kleidung. Hole gerade ein paar Ressourcen. Okay. Du darfst Steine entwerfen. Ein einfacher Brunnen ist fertig geworden. So, Eisenschmelze. Wirst du noch in dieser Folge fertig? Anna ist am Arbeiten. Da, di, da, ra, la, la. Lalalala. So, wir haben schon wieder 500 Gold. Was kaufen wir uns jetzt noch? Wenn wir nach hier hinten erweitern. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich noch hin soll. Ach so, wir haben keine 500 mehr. Gut, dann beenden wir mal die Folge. Oh, gerade fertig geworden. Die Steinschmelze, Eisenschmelze.
zwei Leute rein. Gucken. Mal davon ein schönes Bild machen. Weg. Warten wir mal, bis sie noch ein Bild ist. So. Wunderschön. Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye.